Liebe Freunde des zahnlosen Lächelns, gerade eben nicht. Thomas von Veganalyse heute mit dem Produkt B12 Zahncreme von Santé. Viele Veganer und Veganerinnen machen sich ein bisschen Gedanken über das Vitamin B12, viel zitiert in der pflanzlichen Ernährung fast nicht zu bekommen. Ich habe ein Topic-Video mit Monika Gartmann darüber schon gemacht, verlinke ich hier, über den Vitamin B12-Mangel bei der pflanzlichen Ernährung. Wer dieses Vitamin zu sich nehmen möchte, kann es über bestimmte pflanzliche Produkte dennoch tun, wie erläutert im verlinkten Video. Wer es aber nicht schafft auf diese Weise, kann es supplementieren. Viele nehmen Nahrungsergänzungsmittel, es gibt es auch in Form von Sprays. Die B-Vitamine sind wasserlöslich, die kann man fast nicht überdosieren. Das heißt, die sind danach immer so dosiert, irgendwie 500% Tagesbedarf oder ich habe schon den Spray gesehen, 1400% Tagesbedarf. Da wird man ein bisschen stutzig, wenn man das sieht, aber es ist unproblematisch, weil es gleich wieder ausgeschwemmt wird. Was aufgenommen wird, wird in den Speicher eingelagert, in der Leber überwiegend. Viele Menschen werden das als einen unproblematischen Weg anschauen, sich das B12 so jeden Tag zu geben, weil man das wirklich auch regelmäßig macht. Zähneputzen, das macht jeder, gehe ich mal davon aus. Und deswegen muss man auch nicht speziell daran denken, sondern man putzt sich einfach die Zähne mit einem Produkt, das B12 zugesetzt hat. Und so ist man sicher immer auf der sicheren Seite. Aufgenommen wird das B12 über die Schleimhaut, das funktioniert sehr gut. Das kann man natürlich in der Anwendung ein bisschen steuern noch, ich lasse es ein bisschen länger im Mund auch, dann wird es sicher auch besser aufgenommen noch. Wer also einen möglichst beiläufigen Weg sucht und nicht daran denken möchte, irgendwelche Supplemente einzunehmen, der ist mit dieser Zahnpasta sicher gut beraten, geht nebenher mit dem Zähneputzen, macht jeden Tag mehrmals und da muss man nicht dran denken, ist schön versorgt. Steht hinten auch die Studie drauf, wurde durchgeführt vom Institute of Clinical Chemistry and Biochemistry in University of Magdeburg. Ja. Und den Link stecke ich euch in die Infobox unten, wenn ihr das genauer wissen wollt. Hier steht drauf, nach 4 Wochen hatten die Probanden mit 2x Zähneputzen am Tag eine 60% bessere Versorgung von B12. Vom Geschmack her ist sie eigentlich unspektakulär, eine ganz normale Zahnpasta, schmeckt ein wenig gesünder vielleicht als andere, also hat Salbei noch drin, verbreitet auch in anderen Zahnpasta, Pfefferminz sowieso, Allerweltsaroma für Zahnpasta. Dann sind einige Labels drauf, fast schon gespickt mit Labels, das Vegan-Label ist drauf. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Vegetarierbund in Deutschland, Reformprodukt 2013 vegan, das ist auch ein Award, glaube ich, und dann noch Bioanbau, kontrollierten Extrakten, alle Labels sind hier drauf rundherum. Bei Kosmetik muss man immer noch an etwas anderes denken in veganer Hinsicht, und das sind nämlich die Tierversuche. Dazu schaue ich immer kurz an App nach oder häufig, wenn ich eine Marke das erste Mal kaufe. Das heißt, wer macht's? Das App sieht man es hier von Animal Liberty. Und da habe ich das mal eingegeben, Santé. Kleine Ernüchterung, rote Fahne, das sagt mal mir nichts Gutes zunächst. Dann die Zahncreme. Und da steht da bei den Informationen, wen das interessiert, muss jeder selber entscheiden. Das Unternehmen verkauft seine Produkte auch in China. Und das bedeutet, immer in China ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Tierversuche gemacht werden bei jedem Kosmetikprodukt. Das heißt, die Firma macht selber gar keine Tierversuche, scheint ihnen auch wichtig zu sein, würde auch nicht zur Marke passen. Allerdings ist die Begründung für die rote Fahne dann, sie nehmen es in Kauf, wenn sie ihre Produkte in China verkaufen. Muss jeder selber entscheiden. Die Marke äußert sich dahingehend, dass es nicht ihr Einflussbereich ist und sie auf diese Praxis keinen Einfluss haben.
Die Gegnerseite argumentiert damit, dass sie dann eben einfach ihre Produkte in China nicht verkaufen sollen, wenn sie das nicht in Kauf nehmen möchten. Ja, wenn euch das interessiert und ihr mehr über vegane Ernährung und Fitness erfahren möchtet, gebt mir doch einen Daumen hoch und abonniert meinen Channel am besten. Ich lege euch alle Informationen in die Infobox und sehen wir uns das nächste Mal.